Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Volkshorn.de. Das ist die Videoanalyse des Tages heute zum Thema British Pfund gegen den Neuseeland-Dollar. Aber wie immer am Anfang erst einmal die Risikowarnung. British Pfund NZD hier im Tageschart. Ja, ihr hört richtig, es ist der Tageschart, auch wenn diese Tageskerze eher so aussieht, als wäre es eine Wochen- oder Monatskerze. Es ist Wahnsinn und sowas gibt es nur im British Pfund NZD. Wir haben eine Tageskerze heute von 550 Pip bis jetzt. Es ist der reine Wahnsinn, wirklich. Und Schuld daran, ja, wie könnte es anders sein, die Spekulation um den Brexit. Im Juni, im letzten Drittel des Junis wird das Referendum abgehalten. Natürlich Hochspannung aktuell. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Prinzipiell wäre es totaler Irrsinn, wenn die Briten aus der EU aussteigen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und so arg unkontrolliert, ja, zumindest klingt es ja so. Und man muss bloß mal daran denken, was war es, als Schottland sich abspalten wollte? Was hat man gesagt? Naja, uns geht es ja wirtschaftlich gut. Außerdem haben wir ja auch die Ölreserven in der Nordsee, die wir nutzen können, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Ja, und was ist dann passiert? Der Ölpreis ist massiv gefallen, noch weiter gefallen und ja, das kleine neue Schottland hätte dann ganz schöne Probleme gehabt. Und ich denke auch, dass ein möglicher Austritt Großbritanniens aus der EU mit sehr, sehr großen Problemen verbunden sein sollte, auch vor allem auch wirtschaftlich. Ja, wir müssen auch daran denken, der Londoner Finanzplatz oder die Londoner City, das ist eigentlich die Wirtschaft Großbritanniens. Wir haben eben nicht wie damals der industriellen Revolution wirklich noch das industrielle Herz Europas in Großbritannien. Ja, was man im 19. Jahrhundert noch gesehen hat oder auch meinetwegen noch in schon in den 10er, 20er, 30er Jahren noch des letzten Jahrhunderts. Das ist eben, Großbritannien hat seitdem stark abgebaut, auch was die konjunkturelle Vielfalt angeht. Und das ist eben das große Problem. Und wenn dann einzelne, zum Beispiel Freihandelsabkommen, neu verhandelt werden müssen, wie ich es heute im Forex-Morning Statement schon gesagt habe, mit den USA, also mit einem der größten Märkte, das halte ich für total problematisch. Außerdem bin ich der Meinung, dass Europa aufgrund der vielen globalen konjunkturellen, also wirtschaftlichen, nicht Feinde oder sondern Konkurrenten und auch militärisch, Europa wirklich bloß als gemeinsame Einheit erfolgreich sein kann und auch dauerhaft bestehen bleiben kann. Und aktuell laufen wir natürlich Gefahr, uns dort wirklich von vielen oder dass europäische Länder wirklich auch von außen her destabilisiert werden. Durch Propaganda, durch Fehlinformationen, durch Aufhetzen von Minderheiten in diesem Land, ja, die das, auf rechter Seite, auf Migrantenseite und so weiter und so fort oder ehemalige Russlanddeutsche. Was da gerade los ist an Propaganda aus anderen Ländern auch, das ist wirklich Wahnsinn, was dort betrieben wird und alles wahrscheinlich nur zum Zwecke, um Europa zu schwächen. Die USA sehen es nicht gerne, wenn Europa stark ist. Die Russen, Russland sieht es nicht gerne, wenn Europa stark ist. Die Chinesen wollen auch gerne alles aufdiktieren. Logisch, ja, man sieht Europa natürlich als potenziellen Gefährdungsherd. Das haben wir auch innerhalb der letzten Jahrzehnte immer wieder bewiesen. Oder der letzten Jahrhunderte Europa immer wieder. Ja, die großen kriegerischen Konflikte haben sich immer in Europa abgespielt. Und haben natürlich dann viele, viele Staaten ins Chaos gestürzt. Nun denn, weniger zur fundamentalen Lage, jetzt mehr zur charttechnischen Situation hier im British Pfund gegen den Neuseeland-Dollar. Wie sieht's aus? Wir sind natürlich heute massiv abgefallen. Es hat sich aber auch ein Gap gebildet von Freitag auf Sonntag hier alleine 250 Pip. Das ist schon heftig. Dennoch würde ich jetzt nicht davon ausgehen hier oder würde ich jetzt nicht irgendwelche Long-Positionen hier in den Markt werfen. Im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, wenn es nicht heute noch weiter steil bergab geht, dann doch wahrscheinlich am morgigen Tag beziehungsweise im morgigen Handelsverlauf. Und dann denke ich, sollten wir so langsam aber sicher diese abwärtsgerichtete Trendlinie, welche uns jetzt schon eine ganze Weile begleitet, noch einmal erreichen. Ja, hier im Daily Chart sieht man es auch sehr, sehr schön mit den Pivot Points kombiniert, dann sehen wir schon, dass wir heute wirklich alle Daily Pivot Points hinter uns gelassen haben. Das ist klar, aber wir sind eben schon am Monats-S2, am Weekly-S2 Pivot Point. Jetzt hier noch großartig nachzuschorten oder schon Long-Positionen eröffnen, ist sehr, sehr heikle Geschichte. Ja, nach unten haben wir noch ein bisschen Platz, nach oben hin kann auch noch ein bisschen schwanken. Also wo soll man hier Short rein, wo soll man hier Long rein, wo soll man hier irgendeinen Stop-Loss setzen? Ich würde aktuell ein bisschen die Füße stillhalten.
Klar, für alle, die natürlich den Prognosen gefolgt sind und auch die beiden Short-Orders im Markt haben, die wir hier geplant haben, für die lohnt sich es natürlich. Also wir haben jetzt mit den zwei Orders hier schon 700 Pip, beziehungsweise ja, sind das schon fast 1700 Pip, die wir umgesetzt haben in 2 Wochen. Und da braucht man kaum mehr andere Positionen oder kaum mehr andere Orders, wenn man jetzt Hobby-Trader ist oder das nebenbei macht. Das lohnt sich schon auf jeden Fall. Wo können wir aber rein? Nun ja, was natürlich prinzipiell Sinn machen würde, wenn wir hier dieses Flaggentief bzw. diesen ehemaligen Support nochmal testen, rund um die 2,1450. Es kann dann durchaus nochmal ein bisschen tiefer gehen, ohne dass das Gap bereits geschlossen werden muss. Ja, sobald hier sich eine schöne Widerstandszone bildet, vielleicht ein paar H4-Kerzen, wo der Kurs einfach nicht drüber kommt, in Kombination mit dem H4, 34, EMA, irgend sowas in der Richtung, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal die Chance bekommen, kurz- und mittelfristig bis nächsten Monat hinein noch einmal ungefähr einen Schub von 950 Pip zu erwischen und damit mit einer dritten Position hier richtig schön gen Süden zu fahren. Geschieht dies nicht und der Kurs kann hier nochmal drüber steigen, dann natürlich hier dieser Gap-Bereich im Fokus rund um die 2,17 oder der Beginn des Gaps, falls sich hier wieder Widerstand bilden sollte und der Kurs auch an dieser Stelle nicht weiterkommt. Beispielsweise in Kombination mit dem Daily 34 EMA. Dann natürlich auch hier die Möglichkeit, noch einmal zu shorten. Das Kursziel bleibt bestehen rund um die 2,0550. Und das Ganze gucken wir uns mal im Weekly Chart an. Das entspricht natürlich dem 61-8 Retracement dieser gesamten Aufwärtsbewegung, dem ehemaligen horizontalen Widerstandsniveau, welches hier im Mai letzten Jahres ausgebrochen ist. Alle erinnern sich, wir verfolgen das Short-Setup oder die Short-Setups ja jetzt schon seit hier oben. Seitdem ist er hier 3.500 Pip gefallen. Und von Anfang an galt dieser Bereich hier als potenzielles Ziel und daran hält sich British von der NZD auch wirklich sehr, sehr gut. Ich hätte teilweise wirklich damit gerechnet, dass wir hier noch einmal größere Erholung sehen konnten, aber British von wirklich seit Monaten massiv unter Druck und es gelang einfach nicht, hier mal an dieser Stelle einen ordentlichen Boden zu finden. Kein Problem, haben wir eben Short getradet, soll uns nicht weiter stören. Wenn wir dann hier unten angekommen sind an diesem Bereich, da müssen wir natürlich nochmal drüber sprechen, was wir dann eigentlich machen. Es kann ja prinzipiell noch weiter runtergehen, der Kurs kann ja fallen. Nächster Bereich rund um die 1,94 dann zu finden. Logischerweise wären schon wieder 1100, 1200 Pip. Aber ja, darüber müssen wir jetzt aktuell noch nicht reden. Momentan sieht es noch nach einem glatten Retest aus. Und ja, wissen wir eigentlich erst einmal Bescheid, was wir hier auf kurz-, mittel- und langfristiger Basis zu tun haben. Ich wünsche natürlich noch einen restlichen guten Start in die neue Handelswoche. Wir hören uns morgen wieder im Forex Morning Statement. Bis dahin wünsche ich wieder viel Erfolg und tschüss.